Dieser Hamburger Showroom versammelt die automobile Luxusliga. Unter 100.000 Euro gibt es hier nichts. Hamid Mossadegh ist der Autohändler der Superreichen. Hamid hat einen Termin in Buxtehude bei seinem Kunden Oliver Palentin. Der Produzent von Kunststoffteilen beschäftigt 200 Mitarbeiter und träumt von einem reinrassigen Sportwagen. Doch die Sache hat einen Haken. So, Olli, warum bin ich hier? Ich suche einen Sportwagen. Im Sommer war's, sollte so um die 600 PS haben. Okay. Sollte natürlich so über 300 schon gehen. Da geht die Reise auf jeden Fall hin. Mhm. Was Dunkles und vielleicht was nicht so Alltägliches. Okay. Also kann auch gerne ein Exot werden. Mhm. Nehmen wir mal kurz einen Preisrange. Wo bewegen wir uns? Ich würde 150.000 Euro plus noch ein Extra. Ich also plus nochmal 100.000. Nein, keine 100.000. Okay. Ich habe ja noch einen Nissan GT-R. Okay. Den würde ich quasi so als in Zahlungsname mitgeben. Von dem möchte ich mich trennen. Alter Schwede. Nissan GT-R. Genau. Ja, also ich muss sagen, der GT-R ist eigentlich überhaupt nicht mein Geschäft. Okay. Überhaupt nicht. Olli hat seinem Nissan GT-R ein neues Fahrwerk, rote Folie und ein Chip-Tuning verpasst. Jetzt hat der Japaner 650 PS unter der Haube, 120 mehr als die Serie. Für den getunten Nissan hat Olli über 100.000 Euro ausgegeben. Was ist der 7 Jahre alte Sportwagen noch wert? Die Folierung ist 1,5 Jahre alt, sagst du, ne? Genau, 1,5 Jahre. Oh, die hast du auch getönt, ne? Genau, da sind leichte Folien, eine leichte Tönung mit drauf. Also, das ist das Erste, was abgezogen werden muss. Okay. Meine Güte, ey. Der GT-R hat 75.000 Kilometer runter. Hamid checkt, ob der Motor rund läuft. Alles super. Ja, die Sechszylinder, die stehen ja für Power ohne Ende. Wie viel will Hamid zahlen? Ich sehe das Auto im VK irgendwas zwischen 35.000 und 40.000 Euro. Da sehe ich das Auto, ne? Da sehe ich das Auto. 40.000 wäre meine absolute Schmerzgrenze. Okay. Also das sollte er schon bringen, weil ich denke, das ist er mindestens wert. Also sagst du, für 40 würdest du ihn abgeben? 40 ist aber die Schmerzgrenze. Hamid sucht einen Interessenten für den Nissan. Der Luxusautohändler hat 40.000 Euro für den Japaner bezahlt. Je teurer er ihn verkaufen kann, desto mehr Geld hat er für das neue Auto. Ortstermin bei Sportwagenhändler Alexander Filipowski. So, Alex. Hamid. Nissan GT-R 2011. Okay, cool. So cool? So cool. Erstmal finde ich ihn cool. Cooles Auto mit kleinen Macken. Es sind Kleinigkeiten, sind natürlich vorhanden. Man sieht es hier an der Seite auf jeden Fall. Ja. Da kommt die Folie leicht hoch. Die Heckschürze, die wurde mal nachgedeckt. Da gibt es auch ein Foto, wo man erkennen kann, der hat ja hier irgendeinen Riss oder einen Kratzer gehabt. Ja, ja. Und dann hat er das alles neu lackiert. Klar, muss ja runter, der ganze Kram. Ich guck mal eben drumherum. Ich muss mal eben Gesamtzustand machen vom Auto. Klar. Damit der Nissan perfekt dasteht, müssen kleinere Schönheitsreparaturen gemacht werden. Auf der Probefahrt checkt Sportwagenhändler Alex das Fahrverhalten. Der frisierte GT-R hat Allradantrieb und beschleunigt in unter 10 Sekunden von 0 auf 200. Alleine dieser Sound, ey. Wir reden hier. Für 6 Zylinder. 6 Zylinder, würde ich gerade sagen. Hammer. 6 Zylinder Turbo. Ja. Normalerweise hörst du Turbo eigentlich gar nicht. Ja, genau. Der Akrapovic-Auspuff sorgt für einen bösen Sound und dafür, dass die linke Spur frei wird. Mit 650 PS sind 280 km/h kein Problem. Halt mal jetzt einmal an, bitte. Halt mal jetzt einmal an. So, genau. Ist das Auto geil oder nicht geil? Ich finde die Karre geil. Alles klar, dann lass uns weiterfahren. Dann lass uns weiterfahren. Ja, klar. Ja, klar. Oh Mann, ey. Wie viel Geld wird Alex für den getunten Nissan bieten? Sag doch mal jetzt ganz schnell aus dem Bauchgefühl, wo siehst du das Auto in deinem EK? Ganz schnell. Das Erste, was du sagst, zählt. Ganz schnell. 39,9. Eine 4 sehe ich da nicht. Okay. 39.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer bringt mich nicht weiter. Für uns ist jetzt eine Aufgabe, entfolieren, das Auto auf Vordermann bringen. Ich muss Mitte 40 landen, also 45 mindestens. Sonst hat Hamid zu wenig Geld für den neuen Sportwagen.
In Hamburg soll seine Kfz-Meisterin Tanja die Macken des Japaners beseitigen und somit den Wert des Autos steigern. Besonders wichtig, Originallack. Im Verkauf bringt er mehr Geld als ein foliertes Auto. Tanja, ich möchte, dass die Folie komplett runterkommt. Okay. Alles klar, dann müssen wir sehen, wie er drunter aussieht. Da bin ich auch mal gespannt, ehrlich gesagt. Der Nissan wird von der Folie befreit und bekommt eine frische Inspektion. Kostenpunkt rund 4.000 Euro. Dann will ihn Hamid für deutlich mehr als 40.000 Euro verkaufen. Hier vorne erwarte ich schon ein paar Steinschläge. Die von außen sieht man das ja auch schon, dass es hier ein bisschen reingehagelt hat. Aber bei 75.000 ist das, denke ich, auch wirklich normal. Während drei Leute am GTR arbeiten, sucht Hamid einen passenden Supersportler mit über 600 PS für Kunde Oliver. Preisregion ca. 180.000 Euro. Am nächsten Morgen fährt der Luxusautohändler von Hamburg ins 220 Kilometer entfernte Flotow bei Bielefeld. Dort will er sich einen McLaren anschauen, der laut Beschreibung zum Suchprofil passt. Moin. Moin. Hamid Osserdeck, hallo. Hallo, Frank Deser. Frank, darf ich dich duzen? Ja, super. Kein Problem. Frank, ich bin wegen deinem McLaren MP12 4C. Ja. Spider. Ja, Spider. Darf man nicht vergessen. Ne? Der McLaren MP4 12C. 625 PS. 330 km/h schnell und in 3,3 Sekunden von 0 auf 100. Als Cabrio wurden nur rund 800 Stück gebaut. Der Brite von 2013 hat 30.000 Kilometer auf dem Zähler und soll 171.000 Euro kosten. Zumindest, wenn es nach Straßenbauunternehmer Frank Gläser geht. Erzähl mir mal was über dein Auto. Ja, das Auto habe ich im Oktober 2016 habe ich das mir gekauft. Okay. Ich bin auch sehr wenig damit gefahren, weil es ein Liebhaberfahrzeug ist, für mich jetzt. Ja, schwarz Uni, eine wunderschöne Farbe. Ja. Ich investiere immer sehr viel Geld in Autos. Und was hast du denn hier jetzt alles investiert? Also einmal die Bremssättel habe ich machen lassen in Rot, die waren vorher weiß. Okay. Dann die Felgen habe ich lackieren lassen, die waren in Anthrazit vorher, jetzt sind sie matt schwarz. Lackiert oder pulverbeschichtet? Pulverbeschichtet. Pulverbeschichtet. Sind die Bremsen neu oder wie? Ja. Dann sind Distanzscheiben draufgekommen und eine Tieferlegung hinten und vorne. Okay. Also was mir sofort auffällt, ist halt unheimlich viel Steinschläge. Ja. Vorne, dann haben wir es hier. Die Windschutzscheibe hat meines Erachtens auch unheimlich viele Steinschläge. Ja. Also das heißt, die ist demnächst auf jeden Fall fällig. Und hier reden wir über einen Kostenfaktor von ca. 3.500 Euro. Okay. Nur Scheibe. Ja, nur Scheibe. Nur Scheibe, ja. Noch nicht eingebaut. Ne? Nur Scheibe. Ja. Das Auto wurde definitiv auf der Rennstrecke genutzt. Deswegen hat er auch schon eine neue Bremsscheibe, ganz neue Bremsscheibe mit 30.000 Kilometer, untypisch. Du kannst vorne Steinschläge haben, ist gar keine Frage. Das passiert, das passiert. Aber solche Steinschläge auf der Windschutzscheibe, das kommt nur von der Rennstrecke. Das ist definitiv so, das Auto war 100% auf der Rennstrecke. Die Innenausstattung, muss ich sagen, die Farbkombination, die passt, die ist stimmig. Komplett Carbon-Paket innen, was McLaren sich unheimlich gut bezahlen lässt. Ja. Was mir aber auffällt, sind, dass seine Schalensitze hinten nicht aus Carbon sind. Das ist nämlich nicht Carbonfolie. Okay. Ne, das ist einfach. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Das ist Folie. Okay. Also hier so fein kann kein Mensch Carbon legen. Und dann siehst du auch noch hier, dass die Folie hochkommt. Ja, ja. Ne? Das ist also definitiv foliert. Ja. Es ist ein Extra gewesen, was du dazu bestellen konntest, ja. Die Carbon-Schalensitze. Okay. Die hat er anscheinend nicht. Zeit, den 3,8 Liter V8 Mittelmotor zum Leben zu erwecken. Wenn du hier vorstehst, dann hast du ja ein B-Turbo. Ja. Für B-Turbo hört sich das Auto mega geil an. Und das ist doch mega cool, oder? Was Besseres habe ich auch noch nicht gesehen. Bist du denn so ein McLaren-Fan? Ja. Okay. Ich schaue auch gerne Formel 1. Ah, schön. In der Formel 1 ist McLaren seit über 50 Jahren eine feste Größe. Für die Straßenversionen gilt deshalb viel Rennsporttechnik und wenig Gewicht. Der 12C wiegt 1400 Kilo. Sehr, sehr cool gehalten, auch per Touchscreen alles.
Das war ja die große Problematik von den MP12. Die ersten Autos haben alle nicht funktioniert. Die ersten Autos hatten ein Jahr lang kein Navi. Da hast du so viel Geld bezahlt, teilweise über 300.000 Euro, und hast kein Navi gehabt. Navi, Soundsystem und Klimaanlage sind hier in Ordnung. Doch es gibt ein lautstarkes Problem. Alter Schwede. Da stimmt irgendwas mit den Dämpfern nicht. Das Auto klackert vorne die ganze Zeit. Und ich glaube, dass die Stoßdämpfer oder die Federung einfach durch sind. Und das ist auch wieder ein typisches Zeichen, dass er mal auf der Rennstrecke war. Ein Traumwagen mit Macken. Sie zu beheben, kostet in dieser Liga extrem viel Geld. Kann der V8 mit 625 PS das Ruder herumreißen? So. Unglaublich. Also ich meine, wir sind sofort auf 200. Sofort. Das Auto liegt super auf der Straße. Wenn du jetzt noch mal Schub geben willst, dann gehst du zwei Gänge runter und dann ist er aber auch sofort wieder da. Alter Schwede. Der Basispreis für den Spider lag bei über 230.000 Euro. Nach 5 Jahren soll er noch 171.000 Euro kosten. Für Hamid deutlich zu viel. Frank, brauchst gar nicht so zu lachen. Ich fasse mal zusammen. Wir haben die Steinschläge, wir haben ein Service, was fällig ist, wir haben vorne die Dämpfer oder Federn, da stimmt irgendwas nicht. Das Auto klackert mir zu viel. Ja. Okay, das hast du eben auch selber gehört. Okay? Und dann haben wir so Kleinigkeiten wie, man geht nicht mit einer Carbonfolie bei einem McLaren ran. Das macht man mit einem Golf 3, aber das macht man nicht bei einem McLaren. Das war ich aber auch nicht. Ist ja auch nicht so schlimm, aber das muss ab. Ich bin nicht bereit, dir die 171.000 Euro zu zahlen. Bin ich nicht. Okay. Das Auto sehe ich irgendwo zwischen 135 bis 150, inklusive Steuer. Das ist ein realistischer Preis für dieses Auto. Okay, dann können wir ja 149,5 machen. 149,5? Ja. Ich gebe dir 145 inklusive Mehrwertsteuer. Dann machen wir 147,5. Ach komm, Frank, wir sind zwar in Bielefeld, aber wir sind in Flotow, aber wir sind hier nicht auf dem Bazar. 145 inklusive Steuer. Okay. Alles klar. Okay. Was gegen dieses Auto spricht, ist fast eine halbe Lackierung wegen den Steinschlägen. Und weitere Macken. Hamid ist nicht überzeugt. In Hamburg wird der Nissan GT-R grundsaniert. Hamid hat einen Termin mit einem Interessenten vereinbart. Morgen soll der Wagen verkauft werden. Und Tanja, wie läuft's? Ja, geht so. Möchtest du dir hinten mal was angucken? Was ist los? Aber das sieht doch soweit gut aus. Ja, sieht er auch. Was ist das? Oh, shit. Das sieht nach Lack aus. Das ist keine weiße Klebefolie. Und genau genommen bleibt uns nichts anderes übrig, als einmal neu zu lackieren. Wie ist das jetzt passiert? Also die haben zu früh foliert oder was? Ja, auf den frischen Lack foliert. Dann gast der Lack und du musst mindestens 1 bis 2 Wochen warten. Ja, was bedeutet das jetzt? Dass wir das einmal die Stoßstange runternehmen. Dann muss das alles angeschliffen werden, gefüllert werden. So Kostenfaktor, guck mal jetzt. Der Lackierer alleine wird schon 350, 400 nehmen. Also reden wir von 700 bis 800 Euro, oder? Ja. Um es auf Punkt zu bringen. Ja. Okay, 700 bis 800 Euro und wir brauchen Zeit. So, wir haben kein Budget und wir haben keine Zeit. Okay? Das ist jetzt doof. Ja, das Wann Auto, kommt er? Der kommt morgen Vormittag. Okay, gut. Das Auto muss fertig werden. Ich würde sagen, wir machen jetzt alles andere fertig, so wie wir es geplant haben. Alles andere ist fertig gemacht. Perfekt, perfekt. Und das hier bespreche ich morgen mit ihm. Und das ist eine reine Verhandlungssache jetzt, wie ich mit ihm auseinanderkomme. Er muss das Auto morgen kaufen. Ich will das Auto weghaben. Definitiv. Ich sehe den Schaden zwischen 700 bis 800 Euro. Und ich gehe jetzt erstmal ran, dass ich ihm 200 Euro entgegenkomme. Und mal gucken, wie gut er ist. Wird der Kunde den Nissan trotz Lackschaden kaufen? Der nächste Morgen. Jan Kethorn ist aus Mannheim angereist. Der Einkäufer eines großen Autohauses hat schon häufiger mit Hamid Geschäfte gemacht. Vom beschädigten Heck weiß er aber noch nichts. Hamid muss sich gleich mächtig ins Zeug legen. Moin, grüß dich. Hi, Hamid. Alles fit? Geht's dir? Wie geht's dir? Ja. Mein Gott, du bist immer so pünktlich. Was ist los? Was gehört dazu? Komm, lass uns direkt zum Auto. Ich habe was richtig Schönes. Bin gespannt, okay. Was ist es denn?
Da steht er. Was ist das denn? Ein Nissan GT-R. Nein, das meine ich nicht. Was denn? Was hast du denn hier hinten gemacht? Da hinten, warte doch mal, wir kommen dazu. Guck dir erst mal das Auto an, komm. Hamid verkauft pro Jahr 300 Edelkarossen. Ein Nissan war noch nie dabei. Aber guck dir mal die Sitze an. Die Einstiegswagen und so weiter. Das bei 70.000 Kilometer darf es doch nicht mehr sein. Ja, aber. Da muss man. Aber guck dir das. Guck mal hinten. Hinten, ich glaube, hinten saß doch kein Mensch. Wie soll man da auch reinfassen? Ja, aber ist ja so. Ist ein Viersitzer, Allrad, 650 PS, Navi, Rückfahrkamera, Bose Soundsystem und ein Megakofferraum. Das ist eine Black Edition. Das ist ja alles Serie. Das heißt, Sonderausstattung haben wir in dem Fall nicht. Also du kannst machen und tun, was du willst. Das Auto wird nie so schön gesprochen. Du kannst jetzt das Auto in Gelb hier haben. Da wird da kommen und sagen, ja, Gelb, eine schwierige Farbe. Jetzt ist das Auto in Weiß da. Jetzt wette ich mit dir, Weiß wird auch eine schwierige Farbe. Helmut Weiß. Helmut Weiß, sieht ganz schick aus. Logo wird entfernt, da muss man noch mal drüber polieren. Ja, genau. Wenn es nicht läuft, müssen wir auch nachlackieren. Aber genau. Das wäre dann die zweite Sache. Nein, das musst du nicht nachlackieren. Das garantiere ich dir, dass du es wegbekommst. Das ist kein Problem. So, und diese ganze Geschichte ist dabei passiert. Es ist halt beim Entfolieren passiert und es ist jetzt so, wie es ist. Und das ist eine reine Verhandlungssache zwischen uns beiden. Aber wir fahren vorher, okay? Lass uns fahren. Alles klar, bitte. Einkäufer Jan ist ein scharfer Hund und spürt jede Macke sofort auf. Sein Job? Den Preis drücken. Kann Hamid mit der enormen Power von 650 PS und der Launch Control punkten? Bist du bereit? Ja. Bei drei, ja? Eins. 2, 3, go. Du bist so konzentriert, Mensch. Beeindrucksvoll. Geil. Hamid geht in die Offensive. 44.000 Euro hat er für Kauf und Aufbereitung des GTR ausgegeben. Um genug Geld für einen neuen Sportwagen zu haben, muss er den Nissan mit Gewinn verkaufen. Ich brauche für das Auto 48.000 Euro. 48.000. Ich bezahle dir so, wie er hier steht, wenn wir uns dann in der Mitte treffen, eine 43,5. Ich biete dir das Auto für 48.000 Euro an. Dann habe ich die berühmt-berechtigten Sommerräder. Okay? BBS-Felgen, 20 Zoll, 48.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer ist mein Preis. Mhm. Gehen wir mit oder gehen wir nicht? Ich mache dir folgendes Angebot. Wir treffen uns bei der Mitte bei einer 44. Du hast die Kiste heute vom Hof. Ich komme dir wegen der Heckschürze 1.000 Euro entgegen. 1.000 Euro ist in der Preisrange hier sehr, sehr viel Geld. 46 und wir sind im Geschäft. Du hast ihn heute los. Jan, was ist los mit dir? 47, das war's. Schneller kannst du keine Geschäfte machen. Okay, ich habe jetzt auch ehrlich gesagt, ich habe keine Zeit dafür, sage ich dir so, wie es ist. Deswegen bin ich hier. So, 47.000 Euro. Inklusive Mehrwertsteuer, dann nimm das Auto mit. Dann nimm das Auto mit, aber danach ist auch Schluss. Wir bleiben da, wo wir standen. Du warst bei 47, war bei 46. Ein letztes Angebot, 46,5. Und okay. Wir haben beide einen Deal. Weißt du was? Fahr bloß weg, ey. Fahr bloß nach Mannheim. Fahr bloß nach Mannheim. Mach deine roten Nummern ran. Langsam werde ich nicht sein. Weg. Weg. Unfassbar, ey. Unfassbar. Budgettechnisch 150.000 Euro. Jetzt ist 46,5 dazugekommen, was ich ja nicht komplett ausschöpfen kann, weil ich muss ja auch meine Gewinne erzielen. Und, aber jetzt können wir, jetzt liegen wir so irgendwas roundabout 185.000 bis 190.000 Euro. Und da kann man schon gute Autos und vernünftige Autos für finden, definitiv. Ein angeblich vernünftiges Auto in dieser Preisklasse bietet ein Hamburger Sportwagenhändler an. Hamid hat es auf den wildesten Stier im Stall abgesehen. Hi, hallo, grüß dich. Hamid. Alles fit? Ja, super. Schön, super, dass du uns mal wieder besuchen kommst. Gerne, gerne, gerne. Wie immer, schöne Autos hier. Ja. Aber deswegen bin ich hier. Genau, deswegen bist du hier. Wir haben schon alles vorbereitet. Sehr gut. Der Lamborghini Huracan ist ein 610 PS starker Supersportler. Von 0 auf 200 km/h in nur 9,9 Sekunden und weiter bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von über 325 km/h. In 2 Jahren ist dieser Italiener 16.000 Kilometer gelaufen. Der Preis? Gesalzen. Der V10 soll 190.000 Euro kosten. So aus erster Hand. Nicht nachlackiert das Auto, Scheckheft gepflegt, alle Inspektionen gemacht. Okay. Und hat für die damalige
Zeit eine absolute Vollausstattung. Also okay, das heißt Rückfahrkamera, Liftsystem, genau, vollelektrische Sitze, oh. Sitzheizung. Aber das Phänomenale ist, für jeden ist es ja normal, dass du Sitzheizung hier dabei hast, aber so musst du extra buchen. Ne? Ja, also im Auto, ja. Unglaublich. Aber was ich hier sehe, der hat keinen transparenten Motorhaube. Ne? Das gab es damals noch nicht. Aber konnte man nachrüsten für 5.000 Euro? Ja. Haben viele gemacht. Ja. Haben viele gemacht. Nur, dass du das im Kopf hast, gleich wegen unser Preis. Ah, ja, ne? Das ist halt das Einzige, was mir auffällt. Okay. Es ist halt, es ist kein Plastik, es ist Aluminium mit Plastik beschichtet. Bei einem Fahrzeug dieser Preisklasse muss alles stimmen. Hamid sieht ganz genau hin und findet prompt einen Makel. Der ist nachlackierungsfrei. Da war eine Steinschlagfolie drauf, die haben wir jetzt runtergezogen. Mhm. Der Kunde hat das Auto komplett eingepackt. Also er hat kaum, also gar keine Steinschläge hier vorne. Super. Aber genau tja, hier mitten vorne. Ins Herz. Zwei mitten Stück, aber Herz. Wie? Ja, guck dir das mal an. Ich habe das schon gesehen. Also das kostet natürlich bei Lamborghini auch ein paar Euro, aber das machen wir gern für dich. Ja. Oder wir reden hier über einen Nachlass von ungefähr 500 bis 700 Euro, dann mache ich selber. Genau. Der Name stammt vom Kampfstier Huracan. Das Tier blieb 1879 in Alicante unbesiegt und durfte die Arena lebend verlassen. Auch der Lamborghini ist kaum zu bändigen. Alter. Das geht, oder? Das ist unfassbar. Ja. Das ist unfassbar. 3,2 Sekunden von 0 auf 100. Und der hinten, Sound dazu. Ja. Das ist cool, ne? Ja. Wie er hinten raus blubbert, das ist das Wahnsinn. Das hat Lamborghini super hingekriegt. So, ich gehe jetzt rüber auf Sportmodus. Okay. Zack. Das hörst du sofort. Ja. Der geht auch sofort zwei Gänge runter. Und dann geben wir mal ein bisschen Gas. Unfassbar. Der Lamborghini hat auf 16.000 Kilometern keine Federn gelassen. Er fährt wie ein Neuwagen. Unser Kunde, der ist Arzt. Ja. Der hat das Auto nie so gefahren wie du gerade. Nein? Nein. Aber warum kauft man sich denn ein Lamborghini? Ja, es ist halt Design-Freak. Understatement geht anders, würde ich sagen. Ja, genau, Understatement geht anders. Der 610 PS Lambo zeigt keine Schwächen. Der Supersportler ist ideal für Hamids Kunde Oliver Palentin, wenn der Preis stimmt. Ich weiß ja, dass du die 190 nicht bezahlen willst. Okay. Deshalb, das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut. Ich kenne ja dein Argument mit dem Heckdeckel. Und, 183 und ich bin dabei. 183.000 Euro. Also ich würde sagen 186, aber mehr kann ich dir wirklich nicht entgegenkommen. Also das ist... Mehr geht nicht. Guck mal, es sind genau 3.000 Euro zwischen uns. Bei einem Deal in Höhe von 190.000 Euro. Ja, aber 3.000 Euro. Vielleicht legst du noch ein bisschen was drauf. Komm. Naja, aber 186, ich würde sagen 184,5. Weißt du was? Ich bin jetzt bereit, dir 1.000 Euro entgegenzukommen. Wir machen 184.000 Euro glatt und das Auto gehört mir. Okay, alles klar. Das Auto ist neuwertig. Das Auto ist absolut neuwertig. Das Auto war komplett foliert. Das Auto hat kaum Kilometer. Das Auto hat eine Top-Historie. Und dann hat er mir einen Preis genannt. Da konnte ich nicht Nein sagen. Das war 184.000 Euro. Da musste ich zusagen. Und das war's. Zwei Tage später. In Hamids Showroom steht der Huracan für die Übergabe bereit. Ich habe mich für einen Lamborghini Huracan entschieden. Der Unternehmer hat 150.000 Euro und einen Nissan GT-R investiert. Guck dir die Farbe mal alleine bitte an. Ja, schon sehr geil. So. Ja, mega. Was sagst du? Was soll man sagen? Ich bin überwältigt natürlich, ne? Da hat man natürlich immer von geträumt als kleiner Junge und so. Und jetzt kann ich sagen, ja, jetzt habe ich sowas in echt halt, ne? Und ist mega. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ich bin mehr als begeistert, ich bin überglücklich damit. Ich danke dir dafür. Super. Hast einen guten Job gemacht, danke. Danke dir, Olli. Vielen Dank. Vom Nissan zum Lamborghini. Ollis Traum ist wahr geworden.